Stellt euch einen Monitor oder Fernseher vor, der keine Latenz hat, eine Bildwiederholrate von fast 240 Hertz mit den besten Farben. Wenn ihr jetzt an einen High-End-Gaming-Monitor denkt für 5000 Euro, liegt ihr falsch. Solche Monitore gibt es nicht mehr neu. Die Rede ist von CRTs, also Röhrenmonitoren oder Röhrenfernseher. Stabil gebaut, schwer, die dafür ein exzellentes Bild haben. Und warum diese geil sind, schauen wir uns in dieser Tech Insight Episode mal an. Gute allerseits. Alter, diese fetten Dinger haben es mir richtig angetan. Okay, das könnte man jetzt auch zweideutig verstehen. Aber ich meine eben CRT-Bildschirme. Die sind von der heutigen Gaming-Welt nicht mehr wegzudenken. Egal ob bei den E-Sports, Turnieren oder Retro-Games, sind solche Röhren essentielles Equipment. Gerade eben wegen der nicht existierenden Latenz, hohen Bildwiederholrate und eben bei den Retro-Spielen doch einfach das Feeling. Ja, nur im Verlauf des Videos werde ich entweder Röhrenfernseher oder CRT sagen, damit das alles hier ein bisschen verständlicher ist. Doch es ist ja hier eine Tech Insight Folge, wo ich auch mal kurz erklären will, wie die Dinger denn funktionieren mal. Kurz erklärt. Stellt euch hinten im Kasten eine kleine Kanone vor, die winzige Elektronen abfeuert und die treffen vorne auf eine beschichtete Wand aus Phosphor. Und so entsteht jeder Pixel. Zwar nur ein kleiner Punkt, aber durch Elektromagnete um die Röhre herum wird der Strahl dann, wie wir es kennen, von oben nach unten geliefert. Also schon etwas komplexer. Und auch, dass in der Röhre ein Vakuum ist, damit halt alles reibungslos funktioniert. Und viele der CRTs sind wirklich unverwüstlich und halten für fast eine Ewigkeit. Den ältesten Röhrenfernseher, den ich habe, kommt etwa aus den 70ern. Der zwar einige Bildfehler hat, aber man kann es reparieren, dass er wieder komplett funktioniert. Und auch andere CRTs, die ich hier habe, funktionieren tadellos, ohne dass ich irgendwas machen musste. Klar, halt eben putzen, das ist logisch. Da ich halt manche hatte, die wie aus dem Arsch gezogen aussahen. Und halt im Inneren checken, ob irgendwelche Kondensatoren aufgebläht sind und halt einfach mal den Staub zu entfernen. Doch die Röhrenfernseher sind alle sehr stabil gebaut. Nun, doch was ist denn nun das wirklich Geilere an diesen Dingern gegenüber regulären Flachbildschirmen? Also für uns Gamer ist es definitiv die Latenz oder der fehlende Input-Lag bei denen. Diesen Begriff Input-Lag gab es bei den CRTs gar nicht. Das Bild wurde dann, ohne es vorher zu verarbeiten, einfach ausgegeben. Im Gegensatz zu den heutigen LED, OLED oder Mini-LED-Fernsehern, diese verarbeiten das Bild immer und fügen dem Bild manchmal Verschlimmbesserungen bei, was zu falschen Farben führt und halt eben Latenz. Gerade wenn man Spiele zockt, die stark angewiesen sind, auf den Frame genau zu sein oder bei Rhythmusspielen, braucht man definitiv keinen Input-Lag. Was meint ihr, warum bei Speedruns oder Turnieren denn Röhrenfernseher zum Einsatz kommen, da diese keinen Input-Lag haben? Halt eben weniger wegen den Farben der Röhre, da diese auch fast perfekt sind. Schwarz ist wirklich schwarz bei einem CRT, wie es bei einem OLED-Bildschirm und mit den knalligen Farben, aufgrund halt der kräftigen Kontraste halt. Man kann es schwer in ein YouTube-Video packen, für mich sehen die Farben auf so einem CRT super natürlich aus. Besser als bei meinem MacBook manchmal. Auch haben Röhrenfernseher kein Ghosting, kein Tearing, kein Motion Blur und haben einen starken Blickwinkel von 180 Grad, wo Flachbildschirme träumen können. Kann ich bestätigen, ich guck gerade so drauf. Die Farben sind gut. Ja, die träumen eher davon, die perfekte Auflösung des Bildes zu erhalten, bevor der interne Scaler alles kaputt macht. Was für Auflösungen werden beim CRT abgedeckt? Ja. CRTs können jede Auflösung bis 1600x1200 Pixeln darstellen und auch niedrige Auflösungen werden komplett angezeigt, wie es gedacht war. Boah, also das ist ja wild, was alles Röhrenfernseher besser können. Und es ist berechtigt nur zu sagen, dass die ja viel besser sind als Flachbildschirme, oder? Nun, es gibt aber auch ein paar negative Sachen über CRTs, die ich hier auch nicht rauslassen will. Zum einen sprechen wir mal den Elefanten im Raum an. Die Größe und das Gewicht von denen. Ihr müsst wissen, die Bildröhre ist aus Glas gemacht. Und dafür sogar sehr dick. Halt, weil eben ein Vakuum drin ist, dass es alles auch zusammenhält. Okay, ich übertreibe zwar jetzt etwas, aber ein 43 Zoll CRT hat ein Gewicht von etwa 200 Kilo.
Also wenn man kein Bodybuilder ist, hat man Pech gehabt, wenn man mit dem Ding umziehen will. Übrigens sind 43 Zoll die maximale Größe, was ansonsten physikalisch dann nicht mehr geht bei CRTs. Genauso auch, dass manche über die Zeit Geometrieprobleme bekommen können, die relativ schwer sind wieder herauszubekommen. Und dass bei niedriger Bildwiederholfrequenz das Bild anfängt zu flimmern. Na gut, das sind ja fast alle Sachen, die wohl in Ordnung sind. Dabei gibt es noch zwei Sachen, die übel aufstoßen könnten. Zum einen ist es Reparaturen. Die sind etwas gefährlicher, aufgrund der super hohen Spannung von etwa 15.000 bis 30.000 Volt und halt eben der hohen Amperezahl auch. Da denke ich, sind wir uns alle einig, dass wenn so viel Strom durch uns geht, wir höchstwahrscheinlich und mit aller Sicherheit dann tot sind. Klar, je nachdem, wenn man alles beachtet, alles entlädt, sich vorbereitet und so, ist es auch relativ sicher, nur ist es trotzdem etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und dann haben wir auch noch den Stromverbrauch, der ist im Gegensatz zu anderen Display-Technologien höher. Als Vergleich hier mal ein LCD und CRT, welche beide 17 Zoll Modelle sind. Ein CRT zieht in etwa 70 bis 120 Watt an Strom, während es beim LCD nur 25 bis 40 Watt sind. Ja, und bei 21 Zoll Sony Trinitron-Röhren sogar bei 150 bis 200 Watt. Wobei, jetzt habe ich Sony Trinitron erwähnt. Diese Röhren kann ich hier nicht weglassen. Denn wie es ja bei heutigen Fernsehern auch ist, der eine ist besser wie der andere. Und so war es auch damals. Und es wäre auch keine Tech Inside Episode, wo ich euch die Trinitron-Fernseher einfach und verständlich mal erkläre. Also bei einem regulären Farbfernseher sind drei Elektrokanonen enthalten für halt eben Rot, Grün und Blau. Diese wandern durch eine Lochmaske, auch Shadow Mask genannt, damit die Strahlen sich halt nicht vermischen können. Es hat funktioniert, aber mit dem Nachteil, dass das Bild etwas unschärfer war und dunkler war, aufgrund dadurch, dass es durch die Lochmaske durch muss. Aber die Trinitron, die waren anders. Diese hatten nur eine Elektrokanone gehabt und hatten eine Streifenmaske gehabt, die dann in den Farben Rot, Grün und Blau gefärbt waren und somit Farbe zu erzeugen. Und das Resultat war schärferes Bild und um 5% helleres Bild, was vielen gefallen hat und Sony sehr viel Ruhm beschert hatte. Die haben sogar einen Emmy Award erhalten wegen der Trinitron-Röhre. Und bis heute sind die Trinitron-Röhren fast die besten CRTs, die man bekommen kann. Doch warum sage ich fast? Naja, es gibt noch den Holy Grail der CRTs. Die PVMs und BVMs. Okay, ich werde jetzt hier nicht umstellen, das Ding wiegt Tonnen. Ja, wobei PVM ist zumindest von Sony der Begriff für ihre Profi-Displays. Ausgeschrieben steht es für Professional Video Monitor, welche für TV-Studios, Krankenhäuser oder Videoüberwachung eingesetzt wurden. Gemacht, um 24 Stunden an 7 Tage die Woche zu laufen, um das beste Bild haben aufgrund der besseren Phosphorschicht. Und noch besser sind die BVMs, was für Broadcast Video Monitor steht und bei vielen als die besten Röhrenfernseher gelten. Und auch haben sowohl PVMs als auch BVMs die Möglichkeit, sowohl PAL, SECAM oder NTSC anzuzeigen. Also ein normaler CRT, der kann hier in Europa maximal PAL anzeigen. NTSC schon, aber da habt ihr alles in Schwarz-Weiß. Vorteil daran ist, dass man auf diesen auch die schnelleren NTSC-Spiele zocken kann, da damalige Spiele nicht gut optimiert waren für PAL-Bildschirme. Liegt daran, dass kein Entwickler Bock hatte, die Spiele von 60 Hz auf 50 Hz zu programmieren und da war es einfacher, die Spiele um etwa 17% zu verlangsamen, damit diese dann statt 60 FPS dann 50 FPS hatten, damit es auch für das PAL-Format passt. Gut, und bis auf das und dass die PVMs bessere Geometrie hatten und so, ist hier in Europa ein Standard-Röhrenfernseher, denke ich, für die meisten ausreichend. In den USA ist der Sprung schon größer, von einem normalen Profi-CRT zu einem PVM. Ja, nur die Amis hatten noch eins gehabt, was wir in Europa hatten. SCART. Ja, das ist wirklich der beste Stecker, um eure Retro-Konsolen an irgendeinen Monitor anzuschließen. Wenn es denn RGB-SCART ist. Und wenn ihr ein Retro-Gaming-Setup aufbaut, setzt von vornherein auf SCART. Oder auch Komponentenkabel bei PS2, Wii und so.
für halt eben das beste Bild. Aber eine kleine Warnung gibt es, denn hier ist noch ein Stecker, der gutes Bild übertragen kann. Das ist doch SCART. Nein, es ist JP21. Das ist ein japanischer Standard, der genauso wie SCART aussieht, aber anders belegt ist und niemals gemischt werden sollte. Und dadurch, dass wir hier in Europa sind, bleibt einfach bei SCART. Das macht das alles viel, viel einfacher. Einfacher könnt ihr euch das auch machen, dass wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, um euch einfach und seriös über Technik informieren wollt. Na, wobei, seriös. Ich bin doch der, der immer versucht, irgendwelche blöden Memes einzubauen in meine Videos. Was ist denn hier los? Und die SpongeBob-Zeitkarten müsste ich eigentlich auch mal wieder einführen. Eine Ewigkeit später. Naja, aber dann, denke ich mal, kann ich mal wieder sagen, man sieht sich.